Das Denkmal von Dr. Karl Lueger wurde hier in Wien mit rosa Farbe beschmiert. Und das ist nicht das einzige Denkmal, das momentan weltweit unter Beschuss steht. Ganz klarer Auslöser, der Tod von George Floyd in den USA. Und jetzt ist eine große Diskriminierungsdebatte ausgebrochen. Und auch gerade Dr. Karl Lueger ist eine Person, die sehr umstritten ist. Man sieht es auch daran, dass auch zum Beispiel der Dr. Karl Lueger Ring zum Universitätsring umbenannt wurde. Und Dr. Karl Lueger galt ja vor allem als großer Antisemit und auch als Vorbild von Hitler. Da waren immer wieder Stimmen sehr, sehr laut. Man solle doch dieses Denkmal entfernen und vor allem auch den Platz umbenennen. Dass Antisemitismus immer noch so viel Raum und Platz in Wien hat, das möchten sich viele nicht gefallen lassen. Gerade erst 2016 wurde hier auch eine Zusatztafel angebracht. Wie gesagt, nicht das einzige Denkmal, das momentan auf dieser Welt auch unter Beschuss steht. Diskriminierung, das ist momentan das große Thema und man sieht, das geht auch über die Grenzen hinweg.